Herzlich willkommen bei Rosuk Media, heute mit einem Wunsch-Tutorial und zwar für die Version iPhone 6 bzw. 6 Pro. Man benötigt für dieses Tutorial auch noch eine Version von 3D Exchange, also egal ob 5 oder 6. Ich habe ja jetzt hier mal die 5er Version, die hat ja hier eine deutsche Oberfläche, aber ich habe ja auch noch die 3D Exchange 6, wo die Oberfläche ja gleich ist. Aber dieses Tutorial werde ich jetzt hier mal mit 3D Exchange 5 machen. Und zwar wurde ich gebeten, wie man jetzt von 3D Exchange 5 oder beziehungsweise 6 ein Flugzeug in zwei Teilen nach iClone 6 exportiert, so dass man auch die Möglichkeit hat, dieses Flugzeug und diesen Propeller extra zu exportieren, dass man halt den Propeller dann anschließend auch animieren kann. Ja, bei bestehender Internetverbindung gehe ich jetzt mal hier auf Google 3D Warehouse, klicke dann hier mal auf 3D Warehouse, werde mir mal das Fenster hier etwas vergrößern und gebe hier oben einfach mal ein Cessna und dann gehe ich hier auf Search. Ich hatte mir schon mal vorher ein Modell rausgesucht, was nicht aus ganz so vielen Meshes besteht und dann nehme ich jetzt hier die Cessna 172 Skyhawk. Dann gehe ich hier auf den Button Download und hier SketchUp 6 Modell. Dann öffnet sich hier der Ordner Speichern und jetzt bin ich ja hier schon in meinem Warehouse SKP. Ich habe hier diese Datei schon vorher mal abgespeichert und werde das jetzt hier einfach mal überschreiben und dann kann ich dieses Fenster dann auch schließen. Jetzt öffne ich hier mal meinen Explorer und gehe dann hier auf Dokumente, Warehouse, SKP und ziehe hier Cessna neu mit gedrückter linker Maustaste hier in 3D Exchange 5 hinein. Jetzt kommt hier noch so eine Meldung, dass das gewählte Modell übersteigt die Anzahl von 30.000 Flächen. Das werde ich jetzt hier aber mal ignorieren und man sieht jetzt hier schön in diesem Modell, dass hier auch die Polygone noch nicht so geglättet sind. Deshalb werde ich als allererstes mal hier das Modell glätten. Ich werde mal hier auf alles wählen, klicken hier unten links und dann gehe ich hier im Bearbeiten-Menü auf Scheitelpunkt verschweißen und klicke dann auf automatisch glätten. Ja, und jetzt sieht man schön, dass das Modell schon geglättet ist. Dann werde ich mal hier den Szenenbaum hier oben, also die Indexdatei anklicken und gehe dann hier auf an Mitte ausrichten und an Grundfläche ausrichten. Dann gehe ich hier mal auf die Anfangsposition und habe jetzt hier so schön mein Modell. Jetzt werde ich hier mal den Auswahlbutton, also Objekt auswählen Button hier mal anklicken. Dann klicke ich mal hier den Propeller an. Und man sieht jetzt, das ist dann diese Datei, mache ich hier mal das Häkchen raus, klicke hier dieses Teil an, mache hier auch das Häkchen raus, die Kappe vorne, mache das Häkchen raus, dann noch dieses Teil und dann nochmal diesen Propeller hier anklicken. Also so, dass der Propeller praktisch jetzt weg ist. Dann haben wir hier noch ein Häkchen, habe ich gesehen, das wird dann das Blaue hier sein, also dieses Häkchen, das ist dann das Weiße. Mal sehen, ob ich das anwählen kann. Ja, jetzt sieht man es. Und dann nehme ich dann auch das Häkchen raus. Jetzt gebe ich hier mal auf den Button Ausschluss ausblenden, so dass ich jetzt praktisch nur das Flugzeug hier habe. Und dann gehe ich einfach auf die Datei exportieren, vergebe hier einen Dateinamen und Geometrie exportieren, allein sichtbar. Und Texturen kann man hier auch auf 2048 stellen oder höher, je nachdem, was man für eine Grafikkarte besitzt. Und dann gehe ich einfach auf OK. Ich werde das jetzt nicht machen, weil ich das schon abgespeichert habe. Ich kann es ja jetzt mal hier machen, gehe auf OK und dann kommt bei mir hier, möchten Sie das ersetzen? Gut, dann werde ich das halt ersetzen. Jetzt werde ich hier mal wieder alles anzeigen wählen, hier unten auf diesem Button und werde jetzt hier diesen Propeller, den lasse ich ja erstmal hier frei
und werde mal hier jetzt ein Häkchen raus reinmachen. Hier also hier eins reinmachen und hier unten die darunter alle entfernen. Das ist praktisch für das Flugzeug jetzt, was ich hier entferne. Und dann habe ich ja hier noch ein Häkchen und das mache ich hier vorher hier drunter ein Häkchen, damit ich hier auch nicht durcheinander komme und nehme die da drüber alle raus. Und dann klicke ich mir hier, die 6 Sachen sind jetzt ausgewählt. Also ich habe jetzt hier meinen Propeller. Und dann gehe ich hier wieder auf Ausschluss ausblenden und gehe dann hier auf Exportieren. Und dann kann man hier jetzt Propeller eingeben. Und da gebe ich mal ein jetzt hier Propeller neu. Und gehe dann auf OK. Den hatte ich nämlich auch schon exportiert und gehe wieder auf Ersetzen und Export erfolgreich. Jetzt öffne ich mir hier wieder mein iClone und gehe hier in Inhalt, benutzerdefinierte Props und habe dann hier, suche ich mir jetzt erstmal hier die Maschine raus, die Cessna. Was habe ich da jetzt eingegeben? Muss mal schauen, Cessna neu. Räume ich mal hier ein bisschen raus und jetzt brauche ich ja noch diesen Propeller dazu. Da muss ich mal schauen. Propeller neu. Und man sieht, der sitzt jetzt genau an der Position. Da wird er aber nicht sitzen bleiben. Ich werde das hier erstmal umbenennen in Propeller. Enter. Cessna neu kann ich ja so lassen. Jetzt werde ich den Propeller an die Cessna neu anfügen. Und das mache ich hier im Bearbeiten-Menü. Da gehe ich dann hier auf Elternobjekt wählen, anfügen. Und klicke hier im Szenemanager auf Cessna neu. So, jetzt habe ich hier diesen Propeller angefügt. Jetzt werde ich diesen Propeller noch animieren. Und zuerst gehe ich aber hier nochmal im Bearbeiten-Menü und wähle hier nochmal hier den Drehpunkt hier auf Mitte einstellen. Dann scrolle ich mich hier nach oben und gehe hier zu den Umwandlungseinstellungen, so dass ich hier die Y-Achse einsehen kann in der Drehung. Dann öffne ich mir mal die Zeitleiste und befinde mich jetzt hier auf Frame 1. Da gehe ich dann hier einfach auf Frame 25 und wähle dann hier in der Y-Achse 90 Grad. Dann auf Frame 50 Enter und wähle hier 180 Grad. Frame 75 Enter und wähle hier 270 Grad. Und dann gehe ich nochmal auf Frame 100, Enter und gehe dann hier auf 0, Enter. Jetzt, wenn ich das mal auf Stopp und Zurück mache, sieht man jetzt hier die Propelleranimation. Die ist natürlich jetzt noch sehr langsam. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal mich ein bisschen hineinzoomen, so dass ich hier die Keyframes besser sehen kann. Werde mal hier diesen letzten Keyframe hier markieren, also auf Frame 100 und ziehe dann mit gedrückter linker Maustaste mir eine Markierung auf, von rechts nach links in der Clipsammelspur. Mache dann hier auf der Clipsammelspur einen Rechtsklick, zu Ausführen hinzufügen und gebe hier einfach Drehung ein als Beispiel und gehe dann auf OK. Wenn ich jetzt auf Stopp und zurückgehe, dann sieht man ja hier noch die Animation. Jetzt werde ich hier den Propeller, der ja noch markiert ist, werde ich hier einen Rechtsklick drauf machen, gehe auf Objektanimation entfernen. Ja, diese Clipsammelspur ganz nebenbei, die kann man auch noch demarkieren, indem ich hier mal reinklicke und gehe wieder auf Stopp und zurück. Jetzt werde ich wieder diesen Propeller anwählen, Rechtsklick, gehe dann auf Ausführen und werde dann hier meine Drehung benutzen. Jetzt wird ja Animationsclip erzeugt, also keine Umwandlungskeys jetzt im direkten Sinne. Deshalb gehe ich hier mal in dem Propellermenü rechts davon auf Animation und dann sehe ich jetzt hier diesen Clip von der Animation. Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen langsam, deshalb gehe ich mal hier auf den Geschwindigkeitsbutton und mit gedrückter Maustaste werde ich den jetzt hier von links
von rechts nach links so zusammenziehen, bis es nicht mehr weitergeht. Dann spiele ich das mal ab. Und jetzt habe ich schon eine etwas schnellere Drehung. Dann gehe ich hier mal auf den Button ans Fenster anpassen. Gehe hier auf Loop. Und mit gedrückter linker Maustaste ziehe ich mir hier lauter Loops auf bis zum Ende. So. Ein Stück noch. Okay. Und wenn ich jetzt auf Stopp und zurückgehe, habe ich hier eine konstante Propellerdrehung. Jetzt kann ich mir diesen Clip aber nochmal abspeichern. Deshalb ziehe ich mir hier mit gedrückter linker Maustaste in der Clipsammelspur nochmal eine Markierung auf von rechts nach links. Rechtsklick, zu ausführen, hinzufügen und gehe dann hier ein Drehung schnell und gehe dann auf OK. Jetzt werde ich wieder diese Animation von dem Propeller entfernen. Werde mal hier die Clipsammelspur wieder demarkieren und werde jetzt wieder auf dem Propeller einen Rechtsklick machen und gehe dann auf Ausführen, Drehung schnell. Und jetzt lasse ich das Ganze mal durchlaufen. Der Animationsclip wird ja jetzt erstellt bis zum Schluss. Wenn man dann hier am Schluss angekommen ist, wird ja dieser Animationsclip dann hier auch angezeigt. Und jetzt, wenn ich das abspiele, haben wir hier eine schöne Propelleranimation. Wem das jetzt immer noch zu langsam ist, der kann ja jetzt hier nochmal auf den Geschwindigkeitsbutton gehen, zieht das Ganze nochmal zusammen. Ich mache das jetzt nicht, weil diese schnelle Drehung, die ist dann in meinem Aufnahmeprogramm so ein bisschen verzerrt. Deshalb belasse ich das jetzt erstmal dabei. Sie wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Und was mich jetzt noch stört hier an diesem Flugzeug, gerade für Anfänger mal kurz gedacht, die Scheibe hier von der Cessna, die ist ja hier ziemlich matt. Da kann man kaum den Piloten nachher sehen, wenn der da drinnen sitzt. Deshalb markiere ich mal hier Cessna neu, gehe hier auf den Material-Button und werde mir jetzt mal hier oben die Pipette nehmen, klicke mal auf die Scheibe und scroll mich dann hier runter. Und zwar in den Textureinstellungen kann ich dann die Deckkraft verringern und werde ich auch mal tun, den Schieberegler nach links hier ziehen. So, dass man aber noch erkennt, dass eine Scheibe drinne ist. So kann man dann den Piloten nachher auch besser erkennen. Ja, das war's dann erstmal in diesem Tutorial. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.